Ja, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen bei ChessBase TV Austria. Wir senden live aus dem Wiener Schachhaus. Wir, das sind Jakob Stach. Herzlich willkommen, Jakob. Hallo. Jakob ist regierender U18-Staatsmeister und mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Der neue Internetkanal des österreichischen Schachbundes möchte Ihnen das aktuelle Schachgeschehen in Österreich etwas näher bringen und eine Trainingsplattform bieten, wo die besten Trainer Österreichs ihr Trainingsmaterial gut vorbereitet und gut aufbereitet präsentieren können. Die erste Sendung wird heute stattfinden und die folgenden Sendungen finden dann jeweils am ersten Dienstag im Monat statt. Die Sendungen werden auch auf YouTube gespeichert und sind auf ChessBase abrufbar, falls Sie sich's nochmal anschauen wollen oder falls einer Ihrer Freunde die Sendung verpasst hat. Thema der heutigen Sendung, Jakob, ist das Startmotiv nach dir benannt. Ein wirklich spektakulärer Bauernvorstoß, der so in dieser Form gar nicht so oft zu finden ist. Allerdings bei der Durchsicht meines Trainingsmaterials habe ich doch einige Weltklasse-Partien gefunden, wo dieses Motiv auch aufgetreten ist. Dir, Jakob, ist es allerdings gleich in einem Turnier gelungen, das Genau. Motiv zweimal anzubringen, und zwar witzigerweise in der ersten Partie In und der in der ersten, genau. Schlussrunde. Wir blenden uns vielleicht bei der wichtigen Partie ein, und das ist die Partie Gstaach gegen Es, gespielt in Burmians 2013. Es war die Schlussrunde der Staatsmeisterschaft, und Jakob, ich denke, du hast einen vollen Punkt gebraucht, um Genau, den Titel zu erringen. Wenn wir uns diese Position im 24. Zug anschauen, ja, Weiß steht klar besser. Kannst du uns ein bisschen den Partieverlauf bis dahin vielleicht beschreiben und so ein paar der wesentlichen Merkmale erläutern? ja, also es war von der Öffnung her sehr angenehm. Ich habe eins von deinen Systemen gespielt und mein Gegner hat sich zum Glück überhaupt nicht ausgekannt und sehr schlecht reagiert. Und da hat es mir eben erlaubt, in dieses Endspiel zu kommen, wo ich die D-Linie kontrolliere und das Läuferpaar habe und die schwarzen Figuren wirken eigentlich überhaupt nicht, wohingegen die weißen Figuren sehr stark sind. Im Moment vor allem der Turm auf D7, der Läufer auf F1 wird nach C4 kommen und dort eine sehr schöne Diagonale gegen den gegnerischen König haben. Der Einzige, der im Moment noch ein bisschen blöd reinschaut, ist der Läufer auf B2. Der schaut noch einen gedeckten Bauern auf E5 an, aber das kann man ändern. Genau. Und um das zu verändern, hast du den nächsten Zug gespielt, nämlich Bauer G4, mit der logischen Idee Bauer G5, um den Bauern auf E5 zu destabilisieren und dann würde ja auch der Läufer B2 mitwirken. Dein Gegner hat aber gut aufgepasst und einen typisch prophylaktischen Zug gemacht, Genau. nämlich Bauer auf G5, um das Feld F4 einerseits zu kontrollieren und eben um andererseits diesen Vorstoß Bauer auf G5 zu unterbinden. Doch jetzt. Ja, also oft funktioniert es nicht, aber in so einer Stellung ist es schön zu sagen, ja, mein Gegner hat jetzt G5 gespielt und F4 verhindert. Leider. Leider doch nicht. Es kam Trotzdem. trotzdem Bauer auf F4, genau. Ja, ein Zug, der nahezu unmöglich ausschaut, denn Schwarz ist mit beiden Bauern drauf. Okay, in dieser Stellung ist es die Taktik nicht allzu kompliziert. Schauen wir mal, was passieren kann, wenn er wegnimmt. Er könnte mit dem G-Bauern nehmen. Was hättest du dann gespielt? G5. Bauer auf G5, genau, schlägt auf G5. Jetzt, dann ist es eh schon matt. Schach auf C4. Läufer auf C4, König nach H8. Und jetzt kommt endlich der schwarzfeldige Läufer. Und Läufer mal Läufer E5. mal E5. Wir sehen, der Läufer ist aktiviert. Er muss Und Läufer Läufer G7 im vorstellen. Netz ist Und matt. hier haben wir Matt. Und schauen wir mal das Läuferpaar, das hier Genau. wirklich auf diesen beiden nebeneinander liegenden Diagonalen wunderschön zusammenwirkt. Gut, gehen wir ein bisschen zurück zum Durchbruch mit Bauer auf F4. Er hätte mit dem E-Bauern auch Bauern, schlagen können. Ich aber denke, das kommt an, aufs selbe raus, genau, oder? bekomme ich das Ja, gleiche zeigen wir Vorhaben. kurz die Züge. Läufer C4, der König muss ins Eck, der F6 fällt, der G7 fällt und matt. Gut, soweit hat der Gegner gerechnet und er spielte in dieser Stellung auf Bauer F4. Deshalb Läufer G7, um seine Stellung etwas zu stabilisieren. Aber auch hier ist es dir gelungen, taktisch den Sack zuzumachen. Genau, ich habe auf E5 getauscht und er schlägt zurück. Und jetzt nach Turm auf E7 hat mein Gegner bereits aufgegeben. Ja, und ich denke, die Aufgabe war nicht zu früh. Ja, er verliert eine Es Figur. ist klar zu Bitte. sehen, muss auf G7 nehmen, Läufer nimmt auf E5 mit Doppelangriff. Und du bleibst mit einer Figur mehr Ja. über Und und Staatsmeistertitel genau. war unter Dach und Fach. Ja, Jakob, war die Partie für dich eigentlich
relativ klar? Warst du sehr zuversichtlich, als du angetreten bist zur Schlussrunde? Naja, hauptsächlich nervös, weil es war halt doch wichtig, weil das erste Mal, dass ich eben die Chance hatte, den Titel zu gewinnen. Und man weiß halt nie vor der letzten Runde, was hat sich jetzt der Gegner angeschaut, was hat man sich selber angeschaut. Aber als er dann, also ihm dann eine Variante gespielt hat und er in der Öffnung länger nachgedacht hat und die Theorie nicht wusste, da war ich dann schon relativ zuversichtlich, vor allem weil ich nach 12 Zügen schon im höheren Sinne eigentlich auf Gewinn gestanden bin. Ja, und wir haben ja gesagt, es ist dir zum zweiten Mal bei dem Turnier gelungen, das Motiv anzuwenden. Das war eben die Schlussrunde, aber du hattest witzigerweise das Motiv auch am ersten Tag. Und hier, was du weißt, auch hier hast du deinen Gegner in der Eröffnung eigentlich schon ein bisschen ausgetrickst. Du bist voll entwickelt, denke ich. Der schwarze König ist noch in der Mitte. Und ein klares Motiv für Weiß in solchen Stellungen ist es, die Position mit Bauer E4 zu öffnen. Dein Turm auf E1 steht ja schon bereit für den Angriff auf den schwarzen König. Kannst du uns ein bisschen was zu dieser Partie sagen? Ja, deshalb so hat sich mein Gegner auch gedacht und hat jetzt Bauer F5 gespielt. Genau, kontrolliert das Feld E4, verhindert den Vorstoß E4 oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Und ja, jetzt kommt eben wieder dieser Bauernvorstoß. Dieser Bauernvorstoß, Bauer E4 mit Genuss. Und diesmal spielt es eine wesentliche Rolle, dass der Springer auf C4 ein bisschen wackelig steht. Genau. Die Dame auf C1. Ja, die Dame auf C1 hat ihn im Blick. Und diese wackelige Position der Springer werden wir auch in einigen anderen Beispielen zum Startmotiv sehen. Gut, was kann er machen? Er hat in der Partie mit dem D-Bauern geschlagen. Schauen wir ganz kurz, wenn der F-Bauer schlägt. Wie hättest du fortgesetzt? Springer schlägt E4. Springer mal E4. Und auf Bauer mal E4 holt die Dame jetzt den Sprung auf C4. Dame mal C4. Gedeckt ist. Genau. Dann stirbt doch noch der Bauer auf E4. Die Stellung öffnet sich. Der schwarze König in der Mitte wird das nicht mehr lange durchhalten. Die Initiative ist natürlich. Gut, also er nimmt mit dem D-Bauern. Genau, jetzt kommt eigentlich das gleiche wie vorher. Sprung mal E4. Okay, gut, jetzt vielleicht ganz nette Taktik, wenn jetzt Dame mal D4 spielt. Genau, also die Partie war Bauer mal E4, aber nach Dame mal D4 haben wir auch schöne Motive. Die Dame deckt den Springer auf C4, allerdings nur scheinbar. Es ist eher eine Fata Morgana, genau, dass der Springer geschützt ist. Weil warum? Man den trotzdem wegnehmen kann. Opfert zur Zeit, weil ich die Dame, aber gut, Schwarz wird die Dame nehmen. Und auf Springer D6 Schach verliert es wieder zurück, weil der Läufer auf E7 wegen der Fesselung auf der E nicht nehmen darf. Ja, schlecht gelaufen für Schwarz, der König musste weggehen, du schnägst die Dame und bleibst mit einer glatten Mehrfigur über. Also so kann man nicht spielen. Gut, gehen wir zurück zu dieser Stellung, zu Springer mal E4, er nahm mit dem F-Bauern zurück. Gut, ich nehme den Springer. Jetzt natürlich Dame mal C4. Materiell ist die Stellung momentan ausgeglichen, wobei der Bauer auf E4 natürlich nicht mehr lange leben wird. Schwarz spielt Dame D5 und sagt, bitte Damentausch, Jakob. Ja, ich habe es mir sogar kurz überlegt, weil ich dann mit Turm AC1 und Turm C7 vielleicht reinkommen kann. Aber wenn man sich mal nur die Stellung der Könige anschaut, der weiße König steht bombensicher mit dem vierten Chateau-Läufer auf G2 und der schwarze König auf E8 ist nicht luftiger, kann nicht kurz verschieren und die E-Linie wird bald gegen ihn geöffnet werden. Also ist es sinnvoll für Weiß, die Dame nicht abzutauschen und die Dame wegzuziehen. Genau, du hast sie nach A4 gespielt. Es droht jetzt auf E4 zu nehmen, er spielt der Dame D6, trotzdem wird der Bauer gestochen. Springer F6, gut, er versucht sich ein bisschen zu konsolidieren. Turm zieht sich zurück und naja, er ist sicher schon völlig verloren und du drohst einfach zu verdoppeln. Jetzt im Zug 23 versucht er noch das letzte verzweifelte Manöver, den König aus der Mitte zu bringen. Und du hast hier eine beliebige Fortsetzung eigentlich, um zu gewinnen. Aber was mir auch gefallen hat bei der Analyse der Partien, war dann wieder diese Kraft des Läuferpaars, das eigentlich ganz ähnlich war wie in der Partie, die wir vorher gezeigt haben. Du spieltest Läufer H3. Gut, wenn er jetzt den König zieht nach B8, dann kommt Läufer F4. Genau, und wir sehen, Dame. Die Dame ist futsch und wieder das Läuferpaar auf den nebeneinander liegenden Diagonalen. Er spielte Springer Dora 7. Ja, und jetzt habe ich den A7 gefressen. Und du hast auf A7 gefressen, genau. Und hier hat er schon aufgegeben. Auch nicht zu früh. Schwarze Lage ist hoffnungslos. Ja, also eine der vielen Drohungen in der Stellung ist unter anderem Läufer auf E4, gefolgt von Dame auf B8 Matt. Ja,
Da ist das Turnier für dich eigentlich sehr gut gelaufen, wenn ich so an die Jahre zurückdenke. Also, ich war besonders froh, dass es diesmal so gut gelaufen ist. Es war meine letzte Staatsmeisterschaft, ja. Also keine Möglichkeit mehr zur Korrektur. Die Jahre davor ist eigentlich weniger gelaufen. Hast du irgendeine Erklärung, warum diesmal so alles aufging? Ich weiß es auch nicht wirklich, aber ich glaube, es hat mir relativ gut getan, dass ich eben Matura hatte und mich ein Jahr lang nicht ganz so intensiv mit Schach befasst habe und deshalb einfach hingehen konnte und Spaß hatte. Also du warst Weil, einfach entspannt und ja, relaxed beim Turnier. Es ist oft so eigentlich, wenn man eigentlich, sehr viel ja, Zeit für genau. Training investiert, dann muss sich das alles mal setzen und wenn man dann Ja. entspannt und zur Ruhe kommt, dann wirkt sich das später dann eigentlich mal aus. Ja, Jakob, der Titel, U18 Staatsmeisterschaftstitel, welche Bedeutung hat er für dich? Ja, es ist sicher der größte schachliche Erfolg, den ich bis jetzt hatte. Und ist auch total super, weil ich jetzt im Dezember zur Weltmeisterschaft fahren kann. Zur U18-Weltmeisterschaft nach Abu Dhabi. Und Ja, ganz kurz nur, bevor wir zur U18-Weltmeisterschaft kommen. Du hast dann in der Serie eigentlich nach der Staatsmeisterschaft eine Serie von sehr starken Turnieren gespielt. Höhepunkt vielleicht im Sommer in Bad Gleichenberg. Dort ist es dir gelungen, deinen ersten Großmeister zu schlagen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über das Turnier? Ja, also es war halt eben die erste Auflage dieses Turniers, das Oberwart eigentlich ersetzt hat. Und es war eigentlich ganz gut organisiert. Der Preisfonds war sehr gewaltig dotiert. Und eben in der ersten Runde ist es mir gelungen, den Großmeister zu besiegen, da er nicht wollte, dass die Partie Remis ausgeht und eben mit aller Gewalt versucht hat zu gewinnen, nur dass es dann nach hinten losgegangen. Wer war der Großmeister? Matej Scheibenek. Matej Scheibenek, genau. Sehr stark und eigentlich auch relativ junger Spieler. Für ihn ist das Das stimmt. Turnier nicht ganz ideal gelaufen. Jetzt beim Cavalier Open hattest du in der Schlussrunde Chancen, das Turnier als alleiniger Turniersieger zu beenden. Beim Cavalier Open haben über 80 Teilnehmer mitgespielt, auch einige ziemlich starke. Regierender Staatsmeister Peter Schreiner, Großmeister Niki Stanitz. Gegen Niki Auch hast du, ich hat habe auch auch gespielt, mitgespielt. okay. Danke. Gegen Niki hast du realisiert? Ja. Ganz interessante Partie auch, Ja, denke das ich, war gewesen ein wäre. bisschen kurios, weil eben es war halt eine mehr oder weniger normale Stellung nach 19 Zügen und er hat mir einfach auf einmal Remis angeboten. Ja, und Aber gut, ich in regel dieser mich auch. Stellung hast du es Es einfach war, angenommen. ja. Ganz nett war auch dein Remis gegen Kyrgios, ein Plus-Remis. Kyrgios hatte einen Ja, gewaltigen taktischen Schlag von dir übersehen, das denke war ich. Da ist er schön. fast vom Hocker gefallen. Und dann hast du ein Turm-Mitspiel mit einem Bauern mehr gehabt, Ja, aber das aber ist nicht ganz das hat klar. so die Remisbreite wahrscheinlich nicht überschritten. Ganz kurz Ja. nur Info zum Cavalier Open. Es hat zum 8. Mal stattgefunden, wurde vom Team von Harald Hager sehr gut organisiert. Und das bisschen Kuriose an dem Turnier, zum 8. Mal stattgefunden, zum 8. Mal gab es einen anderen Sieger. Gar nicht so oft, glaube ich, dass das Tatsächlich. vorkommt. Und diesmal war eben Peter Schreiner, der regierende österreichische Staatsmeister, der Sieger. Gut, Jakob, ich würde vorschlagen, schauen wir uns noch ein paar Partien zum Startmotiv an. Vorher möchte ich noch so eine Art Vorstufe zum Startmotiv zeigen. In dieser Stellung haben wir mit den Bauern auf E4 und C4 eine typische Position, eine Art Marocchi-Stellung, eine Art Igelstellung. Der Bauer auf D6 bleibt hinten. Er tut sich schwer, nach D5 vorzustoßen. Oder auch nicht, nicht mehr, das ist die Frage. Denn dieser Vorstoß Bauer auf D5 wäre ein ganz wesentliches Motiv. Im Vergleich zu deinen Stellungsbildern hat Schwarz hier, wir sehen übrigens die Stellung zwischen Hort und Tal aus dem Jahr 1966, hat Schwarz hier einen Bauern auf E6, der diesen Vorstoß unterstützt. Und diese Stellungsbilder sieht man wesentlich häufiger. Und Hort machte hier einen etwas ungenauen Zug, Turm C auf D1. Was denkst du, ist der große Nachteil des Zugs? Ich denke, dass der Springer auf C3 jetzt nicht mehr gedeckt ist und deshalb der Bauer C4 nicht mehr auf D5 schlagen kann. Genau, Springer auf C3 ist umgedeckt und jetzt geht natürlich dieser Vorstoß Bauer auf Dora 5 und Weiß kann mit dem C-Bauern nicht zurückschlagen. Und eines dieser Vorteile dieses Motivs, wie wir es auch bei deinen Stellungsbildern gesehen haben, ist, dass die Figuren, die dahinter versteckt sind, sehr, sehr stark werden. Der Turm Genau. C8, der auf einmal seine Energie wirken lassen kann, der Läufer auf E7, der seine Energie wirken lassen kann, das ist schon eine ganz feine Sache. Gut, das nur so ein bisschen als Vorstufe. In der nächsten Partie zwischen Exler Veronika und ihrer Gegnerin Vujovic Natasja sehen wir auch eine sehr schöne Durchführung des Startmotivs. Diesmal war Veronika allerdings das Opfer.
Weiß spielte hier Bauer auf c5, um ein bisschen Raum am Damenflügel zu gewinnen. Der Läufer zieht sich zurück. Läufer Dora 2. Bauer mal c5. Springer mal c5. Springer mal c5. Ja. Und der Plan von Veronika in dieser Zugfolge war, jetzt nicht mit dem Bauern zurückzuschlagen, sondern den Springer zunächst zu fesseln, Jakob, und dann was zu machen? Und den Läufer auf c5 zu schlagen, wonach Schwarz Probleme mit der Dame und dem Turm auf e7 und f8 hat, beziehungsweise einen rückständigen Bauern auf c6. Genau. Es wäre wichtig für Weiß, hier mit einer Figur auf c5 stehen zu bleiben. Das Feld c5 wäre geschwächt, der Punkt c6 wäre geschwächt, Schwarz würde sicher sehr schlecht stehen. Und Schwarz spielt hier diesen logisch aussehenden Verteidigungszug, Springer f6 nach Dora 7. Doch das ist jetzt nicht nur eine Stützung vom Springer auf c5, sondern es bereitet auch sehr versteckt diesen Vorstoß Bauer e5 vor. Nicht ganz einfach für Weiß zu sehen, denke ich. Wahrscheinlich sollte Weiß die Notbremse ziehen mit Läufer mal c5 und eine leicht schlechtere Stellung in Kauf nehmen. Aber Veronika verfolgte ihren Plan weiter, spielte Turm auf c1. Und jetzt, etwas überraschend, kam wohl Bauer e5 für sie. Also auch eine Form des Startmotivs. Und wieder sehen wir wie in deiner Partie gegen Bachner, dass ein etwas schlecht stehender Springer oder wackelig stehender Springer eine Rolle spielt. In dem Fall der Springer auf g5. Ja, der Bauer auf e5 kann von keinem weißen Bauern geschlagen werden. Der F-Bauer kann natürlich nicht nehmen, das wäre das Ende vom Springer g5. Der D-Bauer kann nicht schlagen, weil Weiß sonst einfach seine Figur nicht zurückgewinnt und nach Läufer b6 behält er einfach seine Mehrfigur mit klar gewonnener Stellung. Deshalb sah sich Vroni hier gezwungen, Bauer e3 zu spielen. Aber jetzt ist die Initiative natürlich auf Schwarz übergegangen. Schwarz hat hier ein paar ganz gute Möglichkeiten. Die Gegnerin spielte Bauer e4. Jetzt muss irgendwann mal der Springer gefressen werden. Und nach Läufer a6 mit Idee Läufer d3 wird Schwarz auf jeden Fall seinen schlecht stehenden Läufer los und kann auf die bessere Stellung pochen. Schwarz hat nach einigen weiteren Zügen dann auch gewonnen. Ein sehr hübsches Beispiel haben wir in dieser Partie gesehen. Schwarz war Leon Mons. Leon Mons aus der deutschen Prinzengruppe spielte diese sehr schöne Partie bei der Jugendweltmeisterschaft in Maribor 2012. Wir haben hier eine schottische Eröffnung, eine relativ seltene Variante vor uns. Schwarz rochiert. Und Weiß spielt hier Bauer C4, eine typische Einengungsstrategie. Aber der große Nachteil von Weiß ist welcher in dieser Position? Er ist noch nicht ganz fertig entwickelt. Genau, noch ganz fertig entwickelt, schön. Sein König steht noch in der Mitte, der Läufer noch auf F1, der Springer auf B1. Also Weiß hat schon einen klaren Entwicklungsnachteil. Auf der anderen Seite, wenn Schwarz nichts Energisches dagegen unternehmen kann, entwickelt sich Weiß weiter, rochiert und punktet auch in dieser Variante eigentlich sehr gut. Aber Mons hat hier mit seinem Trainer ein sehr interessantes Motiv, einen sehr interessanten Zug vorbereitet, nämlich D5. Bauer auf D5. Ja, ein gewaltiger Zug, mit der die Stellung sehr, sehr verschärft wird und die Hauptabsicht dieses Zuges ist es, die Stellung, solange der weiße König eben noch in der Mitte herumhängt, zu öffnen. Sehen wir mal, was Weiß auf keinen Fall spielen sollte. Bauer mal D5 wäre sicher ein verbotener Zug, weil die E-Linie geöffnet wird und Weiß würde gleich den Druck zu spüren bekommen. Was denkst du, würde Schwarz ziehen? Wahrscheinlich Dame E7 oder so. Dame auf E7, genau. Und nun sagen wir Dame Dora 2, Springer B4, jetzt droht Turm E8, Springer C2 liegt auch schon in der Luft. Die Partie könnte sich mit Springer C3, Turm E8, König F2, Dame C5 weiterentwickeln. Und das ist sicher alles andere als fein für Weiß. Also so geht's nicht. Springer mal D5 ist ein interessanter Zug. Hier würde dann Springer auf E5 folgen, mit der Idee Bauer C6. Zum Beispiel Läufer E2, C6. Schauen wir uns nur die Variante mit Springer E3 kurz an. Dame E7, Dame D4, Turm D8, Dame auf C3.
Und hier geht ein schönes taktisches Motiv. Wir haben diese Partie als Ausspielstellung im Training einige Male gemacht, auch so ein bisschen initiative Kontramaterial zu üben. Springer mal E4 ist hier ein sehr schöner Zug. Bauer muss nehmen. Was denkst du, kommt nun? Schach auf H4. Schach auf H4, genau. Und falls Bauer G3 käme, dann? Dann mal E4. Dame mal E4 und jetzt hängt schon ziemlich viel. Lassen wir ihn noch ruschieren. Dann gibt es noch einen Hammerschlag. Turm D3. Ja. Unterbrechungsmotiv, oder? Ja, genau. Und der Sprung auf E3. Der Springer auf E3, der andere mit Schach fällt, gefolgt von Springer mal D3 und die weiße Initiative ist gewaltig und Schwarz hat hier, das war eine Trainingspartie von uns, sehr schön gewonnen. Gut, blenden wir uns zurück nach dem Zug C4, Bauer D5. Weiß hat hier nach langem Nachdenken richtig reagiert und mit dem C-Bauern geschlagen. In einer Turnierpartie ist es natürlich bitter, wenn man in der Eröffnung so einen Schlag vorgesetzt bekommt. Ja. Weiß ganz genau, er ist in eine Eröffnungsvorbereitung hineingelaufen. Gut, ihm bleibt nichts anderes über, er muss durch. Und alles schaut gefährlich aus. Alles schaut gefährlich aus, genau. Na gut, er hat mit dem Bauern genommen und ja, das schaut sehr logisch aus. Aber Schwarz hat nicht nur das Bauernopfer vorbereitet, sondern jetzt haut er noch auf E4 den Springer rein. Genau, jetzt nimmt er noch auf E4 den Springer. Das folgende Motiv haben wir vorher schon gesehen. Genau, Schach auf H4. Dame H4, genau. G3 scheitert jetzt natürlich wieder an Dame mal E4. Also er muss König Dora 2 spielen. Der König begibt sich auf Wanderschaft. Keine gute Neuigkeit für Weiß. Dame schlägt auf E4. Springer C3, Schach. Dame F4 und die Position ist vielleicht spielbar für Weiß. Naja. In aller Ruhe daheim, vielleicht in Begleitung mit einem Computer, kann man das durchaus überleben, aber in einer praktischen Partie. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, Weiß hat sich ja schon sehr viel Zeit verbraucht. Ja, genau. Und jetzt. Ja, er hat hier nicht haben. Na, den Springer auf C6 genommen und wenn wir Material zählen, hat Weiß momentan sogar 2 Figuren mehr, aber der schwarze Angriff ist bärenstark. Gut, die Figur gewinnt auch relativ rasch zurück, beginnend mit Turm E8. Das ist vielleicht der kritische Moment. Springer CD5 geht vielleicht noch, aber es kam Dame Dora 2. Jetzt Schach. Jetzt geht der Springer verloren. Ja, der arme Läufer muss sich in die Fesselung hineinstellen. Wird getauscht. Turm kommt auch noch. Und ja, der Springer auf E2 wird das auch nicht mehr lange überleben. Und ja, Turm D2. Macht den Sack zu. Also hier eine sehr schöne Eröffnungsvorbereitung und ein sehr schönes Motiv. Das nächste Motiv, die nächste Stellung, ist mein Lieblingsmotiv im Zusammenhang mit dem Stachmotiv. Hat mir sogar noch eine Spur besser gefallen als deine Partie. Ich hoffe, das ist jetzt keine allzu grobe Majestätsbeleidigung. Bin schon gespannt. Ja. Also hier spielt Schwarz, der einen Bauern geopfert hat für Initiative und wir beachten seinen schön stehenden Springer auf Dora 4 und diesen Turm, der der weißen Dame gegenübersteht. Schwarz spielt hier Läufer auf H5 und stellt ein paar hässliche Drohungen auf, mit Springer E2 oder Springer F3 abzuziehen. Nebenbei droht auch Läufer auf E2 mit einer kleinen Gabel und der einzige Zug, der das pariert, ist Bauer auf G4. Ja, das schaut ganz akzeptabel aus. Greift auch den Läufer auf H5 an und der freche Schwarze spielt. Du wirst es nie erraten. Bauer auf F5, hervorragend. Also das Stachmotiv in noch schönerer Form. Obwohl seine Figur hängt, stellt er diesen Bauern auf ein Feld, das von 2 gegnerischen Bauern bedroht wird. Fantastisch. Ja, und in der Tat, der F-Bauer kann nicht geschlagen werden. Das ist relativ einfach zu sehen. Schauen wir mal, wenn der E-Bauer schlägt, folgt Springer E2. Springer auf E2 und die Dame verabschiedet sich. Wenn hingegen der G-Bauer schlägt, folgt das gleiche in Grün. Springer E2, diesmal übernimmt der Läufer die Deckungsfunktion und die Dame verabschiedet sich. Also, irgendwas muss er nehmen allerdings, frisst er halt den Läufer auf H5. Gut, jetzt ein bisschen, das Problem ist der ungedeckte Läufer auf F4. Wie kann Schwarz das ausnützen, denkst du? Bauer mal E4, danke. Oder? Genau, er nimmt auf E4, jetzt hängt die Dame und der Läufer. Gut, die Dame könnte mit Dame E3 den Läufer decken, aber... Ja, den nimmt man trotzdem weg. Genau, trotzdem wird er weggenommen, denn Weiß
kann schlecht zurückschlagen wegen der Gabel auf E2. Also kam Turm D1. Springer F3 Schach, Läufer nimmt, Turm nimmt. Und jetzt geht es in ein ziemlich remisliches Endspiel über. Ja, und ein paar Züge später wurde die Partie mitgegeben. Aber die Ausgangsstellung gehen wir nochmal zurück. Hier Bauer G4 greift den gegnerischen Läufer an und der Gegner spielt Bauer F5. Das sind die Momente, wo es einen fast vom Sessel hinunter hebt, denke ich. Ja, eine sehr schöne Eröffnungsvorbereitung hat Kasimchanov im Jahr 2012 gezeigt, in einer sehr berühmt gewordenen Partie. Mhm. Topalov gegen Kasimchanov. Schauen wir vielleicht ganz kurz von vorne hinein. Sie hat dann auch den Preis für die Eröffnungsneuerung 2012 begonnen. Mit Zugumstellung ging es in das sogenannte Meraner System, eine heutige sehr beliebte Eröffnung mit einem sehr großen Theorie bauen, Läufer D3, ja, immer wenn der Läufer zieht, nimmt man auf C4. Schwarz lässt hier Bauer B5 nochmals mit Angriff auf den Läufer folgen. Der Läufer kann nach B3, E2 gehen, aber meistens geht er auf Dora 3. Läufer B7, Bauer A3. Und Schwarz muss in diesen Stellungen früher oder später entweder C5 oder E5 durchsetzen, um entsprechende Aktivität zu bekommen. Und eine mögliche Variante ist Läufer Dora 6, eine Variante, die unter anderem Anand auch sehr gerne und hervorragend spielt. Vielleicht bekommen wir die bei der Weltmeisterschaft zu sehen, was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, so geht es den meisten. Ja, schwer zu sagen, was für Öffnungen abgesehen würden. Gut, Weiß rochiert, Schwarz rochiert und Topalov spielt den Hauptzug in dieser Stellung, nämlich Dame auf C2. Schwarz Turm C8 stellt den Turm der Dame gegenüber und die Intentionen von Schwarz sind ganz klar, er möchte Bauer auf C5 spielen. Deshalb spielt der Topalov, welchen Zug denkst du? B4 wahrscheinlich. Bauer auf B4. Gut, dass er Bauer auf B4 spielen möchte, hat er mit Bauer auf A3 eigentlich auch schon angedeutet. Und in der Tat, der Zug sieht sehr lästig aus, denn der Punkt C5 wird wunderbar kontrolliert. Und ich denke, Topalov hat ja auch einen ziemlichen Schreck bekommen, als Kasimchanov auf einmal trotzdem Bauer C5 auspackte. Unglaublicher Zug auch. Und hier sieht man sehr schön, wie diese potenzielle Energie der schwarzen Figuren frei wird. Der Läufer B7, der auf einmal bärenstark steht. Der Turm auf C8, der auf einmal bärenstark steht. Allerdings, Schwarz muss noch zu anderen Opfern bereit sein. Und natürlich hat Kasimchanov diese Variante sehr, sehr weit vorbereitet. Ja, wenn beide den besten Zügen folgen, dann endet die Partie Remis. Ich bin mir sicher, Kasimchanov hatte das Ende auch schon oder viele Abspiele schon am Brett zu Hause. Schauen wir mal die Partie weiter. Topalov nahm auf C5. Gut, Schwarz muss hier schon zu kräftigen Mitteln greifen. Also er schlägt zuerst auf F3. Schwächung der weißen Königstellung war sicher ein Motiv. Geh mal F3. War die Partie. Und jetzt kam? Danke. Springer mal C5. Springer mal C5, genau. Bauer nimmt und Turm mal C5. Und der Turm verfolgt zwei Absichten. Die eine Absicht ist es, auf der C-Linie den Springer auf C3 unter Druck zu setzen. Und die zweite Absicht? Auf den Königsflügel zu schwenken. Genau. Turm auf G5 Schach, vielleicht auch Turm auf H5 Schach. Ja, wenn Weiß den Springer verteidigt, sagen wir mit Läufer B2, dann kann Schwarz forciert ins Remis abwickeln mit einem folgenden Läufer, Opfer, Läufer mal H2. Weiß hat unterm Strich nichts besser als zu schlagen. Und der Turm leistet einen guten Job auf der fünften Reihe mit Dauerverfolgung des Königs und Remis. So sind einige Partien auch schon Remis geendet, die nach 2012 dann gespielt wurden. Topalov hat hier allerdings in kämpferischer Manier dieses Dauerschach verhindert und spielte Bauer auf F4. Jetzt allerdings ist der Springer auf C3 nicht mehr wirklich gut zu halten. Wie kann Schwarz den Druck erhöhen, Jakob? Springer D5. Springer D5, die erste Figur, der kommt. Und Dame C7. Ja, er hat zuerst getauscht und spielt dann Dame C7 und verdreifacht auf der C-Linie. Ja, der Druck ist ziemlich unangenehm. Gut, Weiß kann den Bauern auf H7 noch nehmen. Jetzt muss er den Läufer wieder in Sicherheit bringen, schlägt auf C3 und jetzt ist die Partie sehr schnell verflacht und
ja, das Material ist völlig breit in einem gleichstehenden Endspiel. Und ich denke, zumindest Weiß war an dem Tag mit dem Remis zufrieden und war durchaus entzückt, dass er ohne gröberen Schaden diese Partie überstanden hat. Die nächste Partie ist auch aus eröffnungstheoretischer Sicht sehr wichtig. Ein Sizilianer mit D6, die Läufer B5-Variante, die heutzutage sehr beliebt ist. Schwarz kann sowohl den Springer als auch den Läufer vorstellen. Hier in der Partie Denischew gegen Iwantschuk hat Iwantschuk den Läufer vorgestellt. Und jetzt Bauer C4. Wir erkennen ähnliche Stellungsbilder, die wir bereits gesehen haben. Weiß will eine Einengungsstrategie vorbereiten und Schwarz langsam, aber sicher einschüren. Und viel hängt davon ab, ob Schwarz diesen Vorstoß D5 zur rechten Zeit schafft oder nicht. Gut, beide entwickeln sich weiter. Und hier an dieser Stelle kann Weiß rochieren oder Bauer D4 spielen. Bauer D4 werden wir uns nachher in der Partie Carlsen-Anand anschauen und ich denke, dann wird es langsam Zeit, dass wir ein bisschen über die bevorstehende Weltmeisterschaft plaudern. Bleiben wir aber noch bei dieser Partie, wo Iwantschuk das Gstaad-Motiv, obwohl er es sicher noch nicht so genannt hat, aber vielleicht beim nächsten Mal sehr schön gezeigt hat. Rochiert, Läufer G7, Bauer D4, Springer mal. Diese Stellung wurde schon über 100 Mal gespielt. Turm C8 greift den Bauern auf C4 an und ja, Weiß deckt mit Bauer B3. Der Zug B3, Jakob, hat aber auch Nachteile. Einerseits deckt er C4. Ja, aber wie wir schon bei der einen Partie von Tal gesehen haben, ist jetzt der Sprung auf C3 angedeckt und der Turm auf C8 wirkt. Ja, und es könnte auch noch andere Probleme geben für Weiß. Ja, auf der Diagonale, wo der schwarze Läufer steht. Genau, der Läufer auf G7, der auf den Springer D4 liebäugelt, aber seine gierigen Röntgenblickaugen sogar bis auf den Turm auf A1 fliegen lässt. Ja, und hier hat Iwantschuk den Hammer Bauer auf D5 vorbereitet. Schön zu sehen, wie dieses Stachmotiv auch in hochklassigsten Partien funktioniert. Schauen wir mal, was darf Weiß sicher nicht. Weiß darf einmal sicher nicht mit dem C-Bauern nehmen, dann ist der Springer C3 weg, ist klar. Er darf nicht gut mit dem Springer nehmen, dann kriegt er tatsächlich Probleme auf dieser Diagonale G7 A1, Bauer E6. Wenn Springer E3 kommt, was denkst du? Was würde tun? Springer mal Bauer E4, genau, gefolgt vom Schlagen auf D4, das ist ganz schlecht für Weiß. Also Springer mal F6, aber jetzt Läufer mal F6. Wir sehen, der Springer D4 hängt, steht aber in einer Fesselung, muss deshalb durch den Läufer E3 gedeckt werden. Aber auf Dauer geht es nicht gut. Warum? Turm D8. Wegen Turm D8 und der schwarze Druck ist einfach zu groß. Ja, und Weiß, ja, Springer muss ziehen, es geht Material verloren. Und gut, er kann weiterspielen, aber es ist nicht schön. Schön ist es in der Tat nicht. Gut, Bauer D5. E5 ist auch nicht besonders erfreulich wie ein Springer E8, Springer mal D5. Und jetzt sehen wir wieder, der Springer D4 steht ein bisschen schlecht, E6, Läufer mal E5 und massive Probleme auf den schwarzen Feldern. Gut, deshalb hat Weiß mit dem E-Bauern genommen. Was folgte, glaubst du? Wahrscheinlich Springer mal D5. Springer mal D5, sehr, sehr schöner Zug, genau. Wenn der Bauer nimmt, dann hängt der Springer auf C3, also ein anderer Springer. Und jetzt E6. E6, den Zug haben wir schon gesehen. Und hier gibt es noch ganz interessante Motive. Partie war Läufer E3. Alternativ möglich wäre Läufer H6. Beides führt zu ungefähr ausgeglichenen Stellungen. Aber Läufer H6 ist natürlich auch hübsch. Na gut, wir sehen, er darf nicht nehmen wegen Springer F6. Springer auf F6 mit einem netten Doppelangriff. Er könnte auf D5 allerdings nehmen und nach dem Tauschen und Springer B5. Ja, so wurde schon ein paar Mal gespielt, entsteht dann ein sehr verflachtes Endspiel mit raschem Ringschluss. Gehen wir zurück. Nicht Läufer H6 war die Partie, sondern Läufer E3. Iwantschuk hat auf D5 sich seine Figur zurückgeholt, Springer A6 gespielt und die Partie ist dann relativ rasch verflacht. Jakob, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu Carlsen-Anand. Hier werden wir auch dieses Startmotiv sehen. Allerdings plaudern wir ein bisschen vorher über die bevorstehende Weltmeisterschaft. Was meinst du, wem gibst du die größeren Chancen? Knapp aber doch Carlsen. Knapp aber doch Carlsen.
Ja, Carlsen scheint relativ klarer Favorit zu sein, immerhin 90 Kilo mehr. Wieso glaubst du, dass Anand mithalten kann? Einerseits hat er schon die Erfahrung von dreimaliger Matchverteidigung seines Titels gegen Kramnik, Topalov und Gelfand. Und Carlsen hat noch nie so ein Match gespielt. Und andererseits denke ich mir, dass das Eröffnungsrepertoire von Anand sehr gut für dieses Format geeignet ist und bin schon sehr gespannt, was Carlsen schafft, dagegen auszurichten. Ja, das wird sicher sehr interessant sein. Carlsen hat auch angedeutet in einem Interview, dass er sicher keine Partie vorzeitig Remis geben wird. Er hat den Wettkampf Gelfand gegen Anand, der 2012 stattfand, mit einigen frühzeitigen Remisschlüssen durchaus kritisiert. Und er hat gemeint, es ist die Pflicht der Spieler bei so einem Weltmeisterschaftskampf bis zum letzten Drücker zu spielen. Und ich denke, das kommt Carlsen auch entgegen. Denn wenn man Ja, sich seine sicher. Partien anschaut, gerade in Stunde 5, in Stunde 6, macht er einfach sehr viele Punkte. Er ist konditionell so stark wie kein anderer Schachspieler. Er ist deutlich jünger als Anand. Und diese Endspiele liebt er total, wenn er einen kleinen Vorteil ausüben kann auf den Gegner. Und der Gegner, der sich schon in Sicherheit fühlt, bricht dann doch oft zusammen. Ja, die erste Partie zwischen Anand und Carlsen in diesem Wettkampf auf 12 Partien werden wir am 9. November sehen. Spielzeiten werden immer 10:30 Uhr mitteleuropäische Zeit sein. Fangen wir vielleicht einmal mit einer kurzen Vorschau an, in einer Partie Carlsen gegen Anand aus dem Jahr 2012. Wir sehen dieselbe Eröffnung wie vorher, Läufer B5. Carlsen weiß, Anand schwarz. Übrigens, Jakob, wir haben gestern uns ein bisschen im Training auch unterhalten, so über den Score, den die beiden Spieler gegeneinander haben. Hast du noch eine Idee? Ja, insgesamt hat zwar Anand öfter gewonnen, aber das sind auch etliche seiner Siege dabei gegen den jüngeren Carlsen und es ist schon ein bisschen länger her, dass er gewonnen hat und die letzten Partien hat Carlsen Anand eigentlich immer komplett zerstört. Genau, also die letzte Partie war im Juni 2013, ein sehr schöner Nimzu-Inder, den Anand sicher nicht so rasch vergessen hat und ich bezweifle auch sehr, dass Nimzu-Inisch aufs Brett kommen wird. Und diese Partie eben aus dem Jahr 2012, das war der vorletzte Sieg von Carlsen. Gut, bleiben wir ein bisschen bei dieser Variante, Bauer C4, wir kennen diese Stellungen schon, Springer C3, G6 und vorher hat Deltschew klein rochiert. Carlsen spielt den wohl etwas genaueren Zug, nämlich Bauer auf Dora 4. Schwarz nimmt, Springer nimmt, Läufer G7, F3 und Schwarz korrigiert die Stellung seiner Dame auf C7. Einerseits greift er den Bauern C4 an, andererseits liebäugelt er damit vielleicht nach A5 auf ein aktives Feld zu gehen. Weiß deckt mit Bauer B3, kennen wir auch schon, aber der Zug hat natürlich auch gewisse Nachteile. Dame A5. Und jetzt folgt Läufer B2. Läufer D2 ist vielleicht auch möglich. Springer C6, rochiert, rochiert. Und Carlsen spielt hier einen neuen Zug, nämlich Springer C auf E2. Schwarz bringt seinen Turm ins Spiel. Dame B6 mit Fesselung des Springers D4. Ja, E5 ist eine kleine, aber feine Drohung. Also geht der König weg. Und das ist eine der kritischen Stellungen in der Variante. Was folgt? D5 natürlich. D5, genau, mit ungefährem Ausgleich der Stellung. Sehr schöner Zug auch hier. Gut, schauen wir uns nur kurz eine Variante an. Bauer mal D5. Es würde Springer mal D5 folgen. Bauer frisst, Turm frisst. Und wir sehen, der Springer auf D4 ist einerseits gefesselt, andererseits bereits viermal angegriffen, so dass Schwarz sein Material auf jeden Fall zurückbekommt. Nach Dame E1 würde hier einiges geschlagen werden. Turm AD8 und Material ist gleich, aber wenn wer besser steht, dann natürlich Schwarz mit den wesentlich aktiveren Türmen. Na gut, Carlsen hat das vermieden und Springer mal C6 gespielt, Bauer mal C6 und nach Dame E1 hat er doch es geschafft, einige Spannung in der Stellung zu halten. Die Dame geht einerseits aus der Gegenüberstellung mit dem schwarzen Turm heraus, auf der anderen Seite liegt jetzt Läufer auf A5 in der Luft. Wahrscheinlich sollte Schwarz mit Bauer A5 fortsetzen mit ungefährem Ausgleich, aber die Partie war Turm CD8. Und jetzt hat es Carlsen geschafft, Schritt für Schritt Anand sehr schön zu überspielen. Zunächst Bauer E5, Springer geht nach E8. Jetzt ein typischer Zug in dieser Stellung.
E6. Bauer E6 mit Aufweichung der schwarzen Bauernstruktur und des schwarzen Königsflügels vor allem. Nimmt weg. Wie würdest du fortsetzen? Springer F4. Springer F4, ja, genau, ja. Läufer mal G7 kann man vielleicht auch spielen, aber Springer F4 ist sicher der genauere Zug. Und ja, wir sehen, der schwarze König ist jetzt doch schon massiv geschwächt. Es droht Dame mal E6 unter anderem, deshalb Läufer mal C3, die Dame nimmt, Bauer D4, Dame geht auf D2 zurück. Gut, Schwarz kann den Bauern E6 zumindest vorübergehend noch decken mit Bauer C5. Die Dame B6 hat jetzt den Punkt E6 im Blick. Was denkst du, wie verstärkt Weiß den Druck? Turm A1, denke ich, weil der Turm spielt noch nicht mit. Genau. Jetzt kam Springer auf D7 und jetzt ein sehr schöner Zug, der sicher nicht leicht war vorherzusehen, aber sicher auch ganz typisch für Carlsen Spielverständnis ist. Ja, Bauer G4. Warum ist Bauer G4 so unangenehm für Schwarz? Weil es der schwarze Springer eigentlich kaum noch einen guten Zug hat. Ja, also der steht wirklich ganz, ganz schlecht und eine schlecht stehende Figur entscheidet oft über den Ausgang der Partie. Es kam Turm C6, ja, vielleicht auch nicht der genaueste Verteidigungszug. Und Carlsen hat hier noch eine zweite sehr, sehr schöne Idee in der Stellung, die anderen vielleicht so nicht vorhergesehen hatte. Was meinst du? Ja, da kommt man, glaube ich, noch nicht so leicht drauf. Nämlich Springer H3, Dame H6 und dann Springer G5. Genau, dass dieser schön stehende Springer von E4, der den Bauern E6 unter Druck hat, auf einmal nach H3 zurückgeht, ist in der Tat nicht leicht vorauszusehen. Aber die Folgen sind fürchterlich. Nach Dame H6, Springer G5 bricht Schwarz völlig auseinander. Ja, Karl Anand versuchte Springer E8. Dame H6 und der Springer hat seine Position auf F6 korrigiert. Aber jetzt Springer G5, wieder ist der Bauer auf E6 unter Druck und Weiß droht unter anderem mit ganz einfachen Zügen Turm E5, Turm F auf E1 die Stellung zu verstärken. Anand suchte, sehr typisch für diese Positionen, aktives Gegenspiel, aber das hat die Stellung nicht gerade besser gemacht. Es kam Turm auf E5. Und eine Idee ist nicht nur die Verdoppelung auf der E-Linie, sondern auch ein möglicher Einschlag auf H5 gefolgt von, auf H7 gefolgt von Dame mal G6 und der Turm von E5 fliegt auf den Königsflügel. Schauen wir zum Beispiel einmal ein paar Varianten an. Dame C7 scheitert dann Springer mal E6 einfach. Ja, mit ein paar Mattdrohungen, also die Dame darf sich hier nicht mehr bewegen. Was hätte er sonst noch? Turm D8 wird sehr schön widerlegt. Kannst du den Sack zumachen für Weiß? Ja, das, was du gesagt hast, denke ich. Springen wir mal H7. Genau, nimmt weg. Dann mal G6. Lassen wir im König H8 spielen. Und Turm H5 und das Matt. Und Turm H5 und das Matt ist nicht mehr weit, genau. So, er hat sofort König H8 gespielt. Aber jetzt simpel. Ja, die Idee ist, dass Springer mal H7 jetzt scheitert an Turm G8. Also Räumung des Feldes. Aber es kam einfach Turm D1. Und der D3 ist auch noch schwach. Dame A6. Und jetzt ein besonders grausamer Zug. Carlsen hat gezeigt, dass er die völlige Kontrolle über die Stellung hat und Bauer A4 gespielt. Und nach diesem ruhigen Zug sah sich Anand veranlasst, die Partie aufzugeben. Sie könnte so weitergehen. Turm D8 scheitert einfach an der Gabel auf F7. Oder Dame C8 wird mit Turm mal D3 beantwortet. Und dann kommt auch noch der Turm und alle Bauern brechen zusammen. Ja, ich denke hier eine sehr hübsche Demonstration und eine sehr, sehr schöne Partie von Carlsen. Anand hat in den letzten 1,5 Jahren ein bisschen Motivationsprobleme gehabt. Ja. Was denkst du, wird es sich positiv auf seine Motivation ausüben, dass der Wettkampf in Indien stattfindet? Ja, sicherlich. Weil wenn man bedenkt, wie populär in Indien ist, mehrfacher Sportler des Jahres. Also da ist Schach eben durch Anand ganz anders popularisiert als hier. Und ich glaube, wenn er sich motivieren kann, dann sicher so. Genau, vielleicht gibt das Anand so nochmal den letzten Kick, um sich nochmal aufzubäumen. Und wenn er Carlsen in seinem Heimatland schlägt, dann wird er in Indien wahrscheinlich überhaupt unsterblich sein. Schach hat in Indien einen großen Boom seit Anand genommen. Anand war ja der erste indische Großmeister. Es sind allerdings sehr viele nachgefolgt, auch sehr viele starke Jugendspieler. Du wirst wahrscheinlich einige bei der Weltmeisterschaft in Indien antreffen.
Jakob, kehren wir vielleicht noch kurz zu dir zurück. Außer Schachs, hast du noch ein paar andere interessante Hobbys? Kannst du uns was verraten? Ja, ich beschäftige mich sehr gern mit Altgriechisch und Latein. Macht sich auch nicht jeder Schachspieler. Stimmt, ausgesprochen exotisch. Und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der das auch macht, die Kombination. Ja, für unsere Kaderspieler ist das übrigens ein durchaus praktikabler Vorteil, denn nach dem Kadertraining gibt es dann oft noch Latein-Nachhilfe, was auch nicht ganz schlecht ist. Jakob, im Moment machst du Zivildienst, denke ich. Genau, ja. Wo? In meinem Liebeszentrum, einem jüdischen Altersheim, hatte ich gestern meinen ersten Arbeitstag. Bin schon gespannt, wie es wird, aber bis jetzt schaut es gut aus. Also, mir gefällt es eigentlich. Ja, hört sich spannend an. Jakob, nähere Ziele für Schach, für deine schachliche Zukunft? Was ist so das nächste schachliche Ziel? Ja, ich Sprung möchte. auf 2-3, denke ich, Ja. der geht rasch nebenbei, oder? Ja, schauen wir mal. Aber FM wäre cool. Und Hauptsache, es macht Spaß eigentlich. Das Okay. ist für mich das Wichtigste. Und nachher Studium? Ja, Altgriechisch und Latein. Okay. Jakob, dann sage ich herzlichen Dank für den Kommen. Du warst Danke, ein gerne. toller Gast. An der Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei Walter Kastner bedanken, der hier eine Menge Vorbereitungsarbeit hineingesteckt hat in unser JazzBase Austria Projekt. Und einen herzlichen Dank an die Firma JazzBase und vor allem an Pascal Simon, der uns hier ganz toll unterstützt hat. Liebe Schachfreunde, die nächste Sendung hören wir am Dienstag, den 3. März um 18:30 Uhr. Gast wird nächstes Mal der Bundesjugendtrainer Siegfried Baumecker sein, der uns ein bisschen etwas über die Entwicklung des österreichischen Jugendschachs in den letzten Jahren zeigen wird und über seine Kaderarbeit verraten wird und auch das eine oder andere strukturelle Thema vorstellen wird. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Ich wünsche uns allen ein paar schönende und spannende Partien. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.